Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, sogar einem ziemlich großen Gemeinschaftsprojekt, nämlich spielen wir DayZ oder DayZ, wie das auch immer manche aussprechen. Und mit dabei sind der Flo. Yay! Flo. Theo ist mit dabei, den kennt ihr alle nicht, und Mario, den kennt ihr auch nicht. Irgendwelche Freunde, die ich irgendwo aufgegabelt habe. Hallo. Nennen wir es Freunde. Nennen wir es Freunde, genau. Super Freunde vielleicht sogar. Guck mal, es ist... Ach nee, dann ist ein Ortsschild, ne? So, und ich würde sagen, wir können jetzt hier erstmal kurz ein bisschen rumgucken, dass wir für Theo so ein, zwei Sachen finden. Und dann würde ich hier auch erstmal weg wollen. Boah, alter Vater, kommt da schon wieder Zombie, Zombie durch die Wand gebackt. Also, um genau auf das nochmal zurückzukommen, das ist eine extrem frühe Alpha. Und deswegen kommen die Zombies einfach mal von irgendwo her, irgendwo hingebackt. Dreh dich um und lauf einfach. Ich stehe hier rein. Nein, jetzt hat er mich schon wieder gehittet. Ich blute schon wieder, ey. Hat noch jemand was zum Verbinden? Ich hab nichts mehr. War das gerade ein Schuss? Freunde, okay, hallo? Theo, beim nächsten Mal bitte nicht mich mit dem Feuerlöscher hauen. Jetzt bin ich am Bluten. Okay. Ich hab nichts mehr. Hat noch jemand was zum Verbinden? Noch. Nein. Warte, ich mach's sofort. Nee. Ich muss mal eben selber. Bei mir wird's langsam kritisch. Ich blute schon zum dritten Mal. Wir haben gerade versucht, uns zu finden und dabei... irgendwie inzwischen auch schon 6 Zombies umgeprügelt oder so. Bandage, ne? Ja, muss die in die Hand nehmen. Genau. So, wir sind längst keine Profis in dem Spiel und haben auch alle niemals die Arma-Mod gespielt. Deswegen. Was ist Arma? Was? Arma? Das ist halt das, wo das früher drin lief hier. Achso. So. Dann würde ich sagen, forsten wir hier mal fix die Häuser ab, wobei ich halt denke, dass die irgendwie schon total ausgenudelt sein werden. Und dann schauen wir mal. Also erstmal ein bisschen equippen. Was haben wir hier? Hey, Reis, ein Sack Reis. Will jemand einen Reissack haben? Uah. Und bitte nirgendwo gegenschlagen, das irritiert. Wie kann ich denn hier die Tür aufmachen? Mit F. F ist die Aktionstaste. Schon wieder ein Zombie? Geht die Tür einfach auf und zu? Lustig. Wo denn? Im Haus bei mir. Ich weiß nicht, wo du bist, und außerdem bist du gerade schon wieder extrem leise. komm raus, der kommt hinterher. Hä? Der ist weg. Kannst du dich irgendwie lauter machen? Du bist schon wieder furchtbar leise. Er ist weg. Ja, sehr gut. Verdammte Scheiße. Oh, Entschuldigung. Fluch so viel du willst, ist mir egal. So, dadurch, dass das hier so ein starkes Spawngebiet ist, wollen wir gleich mal direkt woanders hinlaufen? Ja. Wir sind in Solinci. Wohin rennen wir da mal? Ich sehe mal euch. Wie hier bei dem komischen großen roten Haus über die Schienen und weiterlaufen. Okay. Ja. Kommen wir ins Landesinnere. Wer fehlt noch? Theo ist der mit dem Helm auf, ne? Yep. Mit dem geilen Feuerlöscher, so cool, über die Schulter. Achso, du kannst übrigens Enter drücken, Theo, dann wechselst du in die Third Person. Perspektive. Ah, verstehe. Wenn wir jetzt hier drüber gehen, müssten wir Richtung Dolina laufen. Das können wir ja ruhig mal machen, oder? Wir können auch an den Schienen langlaufen. Ja, das sind nachher so große Städte da. Alles an Türen offen. Also hier finden wir nichts mehr. Ne, ich würde sagen, wir laufen da mal direkt hin. Und so ein bisschen was zu essen und zu trinken haben wir dabei, oder? Habt ihr Dosen? Ich hab Durst. Hier ist noch ein See, hier können wir uns da voll saufen. Ich wollte gerade sagen, hier können wir was trinken. Der sieht aber nicht so gesund aus. Nee. Ist egal. So, wie klappt das denn mit dem Trinken aus dem See? Das habe ich noch nie gemacht. Reinhocken? So, einfach voll laufen lassen. Ich bin besser. Zack, 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 zack. Kann ich nochmal aufstehen? Ihr müsst in die Egos-Perspektive einmal gehen, Freunde. Und dann könnt ihr Wasser trinken. Ach, in der Egos. Okay. Drink some water from the pond. Das ist doch gut. Ah, puh. So, bei mir steht jetzt nicht mehr Durst. Ich trinke mal nicht so super viel hiervon, weil wir hatten vorhin schon den Fall, dass einer von uns krank geworden ist. Sehr ärgerlich. Ja. Wo seid ihr denn? Verdammt in Zucht. Da liegt einer im See. Komm, steht da.
Ein Bild für die Götter. Einfach aufstehen und wieder aus dem See latschen. Ach, und wenn man rechte Maustaste gedrückt hält, zoomt man, ne? Ja, genau, richtig. Cool. So, wichtig für die Leute, die DZ noch nicht kennen, ist eigentlich, dass das hier ein komplettes Zombie-Survival ist. Kurzum, wenn man stirbt, ist man tot. Also richtig tot. Da muss man sich einen neuen Charakter erstellen und einfach wieder von null anfangen. Also hier auch... müsste noch 1-2 sein. Auch wichtig Zombies. Für dich. Was? Zombies? 1-2, wieso? Hast du welche gehört? Nö, aber ich war vorhin auch schon da. Achso. Und die größte Gefahr sind hier eigentlich die Spieler. Ja. Wie wir heute schon mehrfach festgestellt haben. Klassisch nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, aber wir, diesmal sind wir eine recht große Gruppe. Oh, Theo, hier ist ein Rucksack für dich drin. Okay, sehr gut. F drücken, dann kannst du den aufnehmen. Und dann hast du ihn direkt auf dem Rücken. Messer, Handschuhe hast du ja schon, ne? Ja. Das Messer können wir mal mitnehmen zum Dosen aufmachen. Ja, jetzt habe ich 2 Messer, will einer eins abhaben? Später. Gut, bring mir da irgendwelche anderen Handschuhe, was Besseres als... Du kannst auf die Haltbarkeit gucken. Badly damaged. Ist halt einfach ein gewisser Schutz, ne? Ja. Also, ich weiß... Kann ich nicht mal in die Türen reingucken? Du kannst nicht alles aufmachen. Die kannst du nicht aufmachen, das weiß ich schon. Die Halle müsste was drin liegen. Ja, aber da gehen wir mal hin. Würde ich sagen. Irgendwer stöhnt hier gerade. Ja, das könnten wir alle durchaus sein, weil wir schon irgendwie diverse Zombies umgeprügelt haben. Ich glaube, das Wasser war nicht so gut. Ich bin nicht krank. Der Magen grummelt aber bei mir. Ja? Dann hast du Hunger. Hunger? Ja, bisschen. Kann man die Mülltonne aufmachen? Nee. Nee. Wenn du hast du Essen dabei, Theo? Oder wer war das jetzt? Nee. Komm mal Mario her. War das. Ich hab Essen. Hunger. Ich hab auch einen Schraubenzieher zum Aufmachen. Und wir sollten nicht immer mitten auf der Straße stehen bleiben, Freunde. Kann man die auch aufmachen? Oder? Vielleicht, weiß ich nicht. Nee. Doch, ich glaube ja. Ich glaube nicht. Nee, doch nicht. Hier, Messer. Oh, da, Messer. Da. Wer ist denn sofort da? Hey, ein Wunder. Irgendwann werden wir nochmal direkt umgeschossen, wenn wir immer auf der Straße bleiben. Nö, kann ich auch mit dem Messer nicht aufmachen. Doch, das es geht. Das haben wir schon die ganze Zeit gemacht. Ja, aber es geht nicht. Thunfischdose. Willst du eigentlich auch mal Nacht irgendwie, oder? Kann sein, dass Thunfischdose... Lass mal schwingen. Nee, Thunfischdose geht nicht mit dem Messer auf. Ja, wollte ich schon sagen. Ich schmeiß kannst du so öffnen. Ich so Rechtsklick drauf machen. Hat eine Lasche zum Aufreißen. Das wird aber angezeigt. Ah, gut. Super. Hier ist ein Kopftuch drin, falls jemand möchte. Ich bin gerade hier in dem kleinen Haus, was da noch an der Straße dran steht. Jo, nimm mich gerne. Was ist verdammt? Verrotteter Apfel? Nee, ey, was? Normaler Apfel? Hier ist noch ein Helm. Bin ja beeindruckt. Und... The Witch Wii. Oh Gott, keine Bücher. Ja, Bücher sind Quatsch. Also bisher zumindest, ich weiß nicht, ob die mal irgendwann Sinn haben. Seid ihr im Haus da hinten oder wo seid ihr? Ich bin in dem Haus drin, ja, und loote es gerade kurz. So, okay. Ich bin oben im ja, ich stehe hinter dir. Echt? Okay, jetzt ist leer hier. Aber ich krieg die Tür nicht auf. Nee, es geht nicht alle auf, nur da, wo denn dieses Türöffnungszeichen ist. Ja, ist ja, aber... Ich Helm, Kopftuch, alles nicht mehr da, oder was? Doch, hier, ich hab... Helm ist oben. So. Die draußen? Da, okay. Liegt hier irgendwo schon auf der Straße, ploppt hoffentlich gleich auf. Starten wir alle mal auf die Straße. Tja. Straße, ist eine schöne Straße. Ah, ist sie da? Ah, sehr gut. Mütze. Juhu. Okay. Ich hab noch einen Motorradhelm, falls einer will. Nee, danke. Schmeiß weg den Kram. Wie kann ich den wegschmeißen? Einfach aus rausziehen. Aus dem Inventar ziehen. Das Leere ziehen. Ah. Sei denn, du willst ihn aufsetzen. Hat doch schon einen auf. Diese Richtung, ne? Wir gehen hier die Straße hoch. Folget mir, Freunde. Ich hab Alkohol mit. Gut, ja, aber klar. Lass uns hier im Wald setzen. Wieso? Wolltest du jetzt saufen? Oh. Bei mir ruckelt das ganz schön mit dem Aufnehmen zusammen, ey. Ja, also das kostet ganz schön Ressourcen, ne? Ruckelt ja so schon.
Was? Ach, Theo schiebt mich hier zur Seite. Geht gar nicht. Ich schieb dich gar nicht zur Seite. Bei mir schon. Alten Schieber. Aber das ist ja so ein Zufall, dass wir alle in der gleichen Stadt gespawnt sind irgendwie, ne? Ich habe mir das ja jetzt geändert, dass immer eine Stadt kommt, oder? Nee. Aber ja auch blöd, ne, irgendwie. Ja, wenn alle in der gleichen Stadt spawnen, dann ja, ist die ja immer leer gelootet. Ja. Nee, aber Theo ist der Nachbarstadt. Oder? Bitte? Ich glaube, ich habe gerade Zombies gehört. Ich hab könnte noch hier gewesen gehört. Sein, hier, Mann. Das ist ein Haus. Ja, geht hier da mal rein. Bei, ich wollte gerade sagen, 98% der Fälle ist hier nichts drin. Turm, ist irgendwie so. Hier ist auch nicht so richtig viel. Also, hier wäre noch ein Rucksack, aber ich hab den alle. Ja, das welche ist Farbe? Der kleine, ne? Grün. Grün klingt gut. Grün ist ganz gut, ja. Wo denn? Im dritten Haus, oder? Hey, Sonnenbrille, cool. Bist du in dem kleinen Haus da drin, oder was? Wo die Tür aufsteht. Hier ist noch eine Pudelmütze, weil ich nur eine haben möchte. Ja, ich hab da so eine geile pinke auf. Bei mir ist das alles schon so grau, weil ich schon so viel Blut verloren habe. Normalerweise hat das Spiel ein bisschen mehr Farbe, Freunde. So. Okay, dann müssen wir Yuffie wohl notschlachten. Ja. Schlachte dich gleich. In diesem Haus, in dem ich jetzt ganz viel Loot finde. Nicht. Ich meine das auch. Loot, hallo? Ich hab ein Seil. Geil, häng ich auf. Geil. Hier ist ja nix. Gibt's doch gar nicht. Was erwartest du denn? Hier sind doch alle tot. Oh, nix. So also ein bisschen was erwarte ich schon. Aber ich hab einen Sack voll Reis, das ist schon mal gut. Ich hab einen Sack voll Reis. Ich hab einen Sack voll Reis. Ein Sack Reis. Ist das einer von uns, ja? Hab die Pudel mit erkannt. So ein komischer Russe mit Sonnenbrille. Ja, richtig. Nee, der gehört nicht zu uns. Du liefst da gerade so einmal so pff, ums Eck. Da hab ich schon wieder halb gezuckt. Wo seid ihr da so? Wie kann man hier über Zäune springen? V. V. Aber nur über die niedrigen, logischerweise, ne? Jo. Voll geil. Scheibe gefunden. Ja. Das sieht voll super aus, wie wir hier. Hier ist ein Baseballschläger. Oh, den will ich haben. In der Kneipe drin. Was? Aber was ich noch sagen wollte, das sieht voll super aus, wie wir zu viert einfach über das Dorf jagen und alles leer looten. Man sieht die Leute nur so über den Zaun springen und immer weiter. Und ich habe übrigens, Freunde, ganz wichtig, Antibiotika gefunden. Yay. Jetzt überlege ich gerade, ob ich. Da. Wenn man so eine Wunde hat von einem Zombie, bringt das wahrscheinlich noch nicht so viel, ne? Nee, du musst trotzdem. Theo schmeißt deinen Feuerlöscher weg. Der frisst ganz schön viel Platz. Jo. I feel hungry. Yeah, Gretz. Dann, hier ist doch ein bisschen trockenen Reis. Nium, 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 nium. Gott, Leute. Hast du was gesagt? Ich hab noch mehr dabei. Alles gut. Okay. Da sind schon mal zwei, fehlt noch einer. Wer fehlt denn noch? Der Mario. Die alte Pudelmütze. Theo, wenn du mich haust, verprügel ich dich mit dem Brecheisen. Okay. Wollen wir das nicht lieber im Spiel klären? Ist die Pudelmütze schon vorgerannt und hat hier alles leer gelootet, oder was? Was? Nein, sowas würdest du nie machen, ne? Nie im Leben. Gleich kommt das irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, gleich kommt das aus irgendeinem Haus gerannt hier.
kommt das wieder. Flinte unterm Arm, Pistole im Holster. So, genau. Das müsste aber jetzt Dolina gewesen sein. Was? Nee. Oder? Nicht? Meinst du nicht? Nee, das ist ein ganz kleines Nest hier. Was steht auf Bushaltestelle drauf? Bus? Ne, irgendwas mit Okta H, keine Ahnung. Wo Okta heißt das Bus? H? Steht nicht mal dann drauf. Dann laufen wir Richtung Polina auf jeden Fall. Ja. Dann mal weiter. Ja, okay. Okay. Weiter im Text. Aha, Würmer. Was, Würmer? Oh. Ihr findet mich nicht. Nein, gar nicht. Deine Beine laufen auch nur gegen den Busch. Der Busch selber, der läuft. Achso. Ja, dann. Was war das denn? Hä? Was denn? Eine tierische Schmerzen hier. Hä? Ja, ich. Achso.